Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und hier sitze ich nun vor dem DDJ-400. Ich habe ihn jetzt schon ein bisschen länger als eine Woche und habe ihn ausgiebig getestet. Ich habe mehrere Stunden an dem Gerät gespielt. Ich muss fast zugeben, ich habe mehr an dem Gerät gespielt als an allen anderen Testgeräten, die ich bisher hier hatte. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ja jetzt hauptberuflich als DJ selbstständig bin und auch mehr Zeit dafür habe. Und meine Erfahrungsberichte möchte ich euch in diesem Video natürlich nicht vorenthalten. Also los geht's! Der DDJ-400 ist unbestritten der Nachfolger des DDJ-RB und Pioneer geht damit ganz klar ihre neue Namensgebungslinie nach, nämlich die DDJ-Serie zumindest für Rekordbox so zu benennen, wie sie auch die CDJ und die DJM-Serie benennt. Statt Buchstabenchaos finden wir jetzt eben Zahlen. Vielleicht sogar auch ein Zahlenchaos. Denn ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, von den Buchstaben auf die Zahlen überzugehen. Fakt jedoch ist, dass man die Abgrenzung zwischen einem Serato DJ Controller und einem Rekordbox DJ Controller dadurch definitiv deutlicher macht. Aber zurück zum eigentlichen Gerät. Wenn wir uns das Layout anschauen, das habe ich ja auch schon in der Live-Reaction gesagt, dann fällt uns sofort eines ins Auge. Es ist einiges anders, als wir das gewohnt sind von der DDJ-R-Serie. Das heißt, diese DDJ-Zahlenserie, nenne ich sie jetzt mal, ist definitiv vom Aufbau, vom Layout her anders. Aber nicht ungewohnt, denn wer schon einmal an CDJs gearbeitet hat, an CDJ 350 oder an den CDJ 850 oder 900 Nexus oder den 2000 Nexus, Nexus 2, wie auch immer, der wird sofort feststellen, Pioneer hat eine ganz besondere Linie hier gesucht und gefunden. Und diese Linie heißt eben, darauf zu achten, den Anfänger oder den Einsteiger so früh wie möglich an das Layout professioneller DJ-Hardware zu gewöhnen. Und das ist hier wirklich super gelungen. Die Umsetzung ist phänomenal. Ja. Man sieht hier wirklich ganz klar das CDJ-Layout, zumindest mal bis hierher, ist es eigentlich 1:1 ein CDJ-Layout von dem 350er nachempfunden. Gut, der Sync-Button, Master-Button und so ist jetzt nicht ganz an der Position, aber man hat halt hier oben diese Loop-Einheit, die man ja als DJ doch schon sehr, sehr häufig einsetzt, ich zumindest. Und ja, da gewöhnt man sich gleich mal dran. Und auch hier unten die Pad FX, das ist jetzt auch von der Anordnung her genauso wie beim DDJ-1000, also sehr identisch. Wir haben in der ersten Ebene Hot Cue, Beat Loop, Beat Jump und Sampler, also unter Beat Loop quasi nochmal eine erweiterte Loop-Funktion, bei der ich mit einem Tastendruck einen halben Beat, einen ganzen Beat, einen doppelten Beat oder eben einen vierfachen Beat, also vier Takte, loopen kann. Beim Beatjump kann ich dann dementsprechend vor- und zurückskippen. Das kennt ihr ja schon, da habe ich auch schon ausführliche Videos drüber gemacht. Und dann haben wir den Sampler auf dem letzten Button hier. Lautstärke vom Sampler können wir hier am Gerät nicht regeln, dafür aber natürlich in der Rekordbox-Software. Wenn ich auf die Shift-Funktion gehe, habe ich hier bei den PadFX natürlich noch die zweite Reihe, nämlich Keyboard, PadFX, PadFX 2 und Key Shift. Keyboard kennen wir alles schon, habe ich ja auch in einem Video schon mal sehr, sehr deutlich erklärt. Und Key Shift im Übrigen eigentlich auch, müssen wir nicht näher drauf eingehen. Aber es ist hier beim DDJ-400, also dem kleinsten Controller, den Pioneer auf dem Markt hat, dem absoluten Einstiegscontroller. Okay, die WeGo schließen wir jetzt mal aus. Ist es halt wirklich wie am großen Controller. Das heißt, wenn ich mir jetzt den DDJ-400 kaufe, damit spiele und irgendwann feststelle, ich
es reicht mir nicht mehr, ich will noch zwei Kanäle mehr oder sonst irgendwas, dann kaufe ich mir den DDJ-1000 und muss mich fast gar nicht umstellen. Also es ist wirklich vom Layout sehr, 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 sehr identisch. Was natürlich klar ist, es ist alles viel kleiner. Wir haben kleinere Shockwheels, die im Übrigen wirklich deutlich besser sind als die Shockwheels von dem DDJ-RB. Also die reagieren viel schöner, die sind viel, ja, die fühlen sich ganz anders an. Man sieht es ja auch schon optisch, also die sehen ja optisch auch schon anders aus. Was wir jetzt hier natürlich nicht haben, es ist hier keine großartige LED-Anzeige oder sonstiges drauf zu sehen, sondern es ist halt einfach nur ein schwarzes Shockwheel mit ein bisschen silbernen Streifen, damit es ein bisschen schöner ausschaut. Alles andere ist natürlich deutlich kleiner ausgefallen als bei jetzt den größeren Controllern. Eine Sache gibt es, die mich einfach ein bisschen stört an den kleinen Controllern. Das war damals schon beim RB so und das ist jetzt bei dem DDJ-400 immer noch so. Die Pad FX oder die Pads, hier die Performance Pads, um das mal beim richtigen Namen zu nennen, sind nicht touch-sensitive. Das heißt, ich habe hier unter dem Pad einen Knopf verbaut, den ich, also es ist schon gummiert, das ist jetzt kein billiges Plastik, aber wenn ich jetzt hier auf den Pads draufklicke, ich weiß nicht, ob man es mit dem Mikrofon hier bei mir so gut hört, das macht schon ordentlich Lärm, ne? Und gerade wenn ich jetzt irgendwie die Keyboard-Funktion habe und drücke hier wild drauf rum, also das ist schon laut. Und man muss ja auch immer noch dazu sagen, dieser Controller wird ja jetzt nicht im professionellen Einsatz zu finden sein. Also bei mir bräuchte jetzt kein DJ mit dem Controller auf eine Veranstaltung kommen, wo ich eine große PA habe. Da hat der Controller auch einfach nicht den Output. Ich habe das auch getestet gegen meinen DDJ-RR und man sieht es tatsächlich an dem Pegel, der am Mischpult ankommt. Wenn beide Geräte alle, also die gleichen Songs abspielen und wirklich exakt gleich von der Lautstärke hier eingestellt sind, also alles auf Null, und dann kommt bei einem RR oder bei dem DDJ-1000 deutlich, wirklich deutlich mehr raus. Und ja, das ist natürlich ganz klar. Ja, das ist kein professioneller Controller, das ist ein Einstiegscontroller. Und gerade bei einem Einstiegscontroller, muss ich sagen, würde mich das nerven, wenn ich jetzt mich mal in die Lage vielleicht einer Frau versetze, deren Mann gern an so einem Controller rumspielt und der dann im Wohnzimmer sitzt und es die ganze Zeit klack, 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 klack macht. Also da wird man ja wahnsinnig. Deswegen, das finde ich nicht ganz so cool gelöst. Ansonsten, vom Deck her, die Cue-Points, Play-Taste und so, ist sehr hochwertig ausgeführt, auch sogar mit dieser Rifflung so ein bisschen innen drin, ne, wie man das eben auch gewohnt ist von den Pioneer-Controllern. Kommen wir jetzt aber mal zur Mixereinheit. Und die Mixereinheit, deutlich, deutlich aufgeräumter als bei dem DDJ-RB. Und ja, auch viel schlüssiger, wenn ich mir das mal anschaue hier. Also ich habe hier quasi meine Kopfhörersteuerung. Hier wäre natürlich auch noch viel Platz für weitere Funktionen. Da kommen wir später mal drauf. Also hier habe ich die Kopfhörersteuerung. Anschluss für den Kopfhörer finde ich hier direkt vorne am Mixer auch optimal platziert. Ich mag das eigentlich nicht, wenn er hier oben drauf ist. Das vorne finde ich viel besser. Aber nur den kleinen Klinke. Also wir haben hier keine 6,3 mm, nur die 3,5 mm Klinke. Ist ein Einstiegsgerät, muss man dazu sagen. Dann haben wir hier in der Mitte natürlich die Kanalzüge und die auch wirklich ein Dreiband-Equalizer hier drin, den ich in der Software natürlich noch auf einen normalen EQ oder auf Kill umstellen kann, sprich, dass er wirklich komplett die Töne rausnimmt. Oben habe ich hier den Gain. Unten die Kanalfader, die sich übrigens auch sehr wertig anfühlen. Also das ist kein Bullshit, was Pioneer hier verbaut hat. Das fühlt sich wirklich gut an. Auch der Crossfader ist sehr, sehr leichtgängig für die DJs, die vielleicht mal cratchen wollen. Es ist halt kein Mac-Level-Fader, aber ich denke, das ist schon. Ich denke, damit kann man arbeiten. Das ist schon ganz, ganz vernünftig.
Ganz oben am Controller haben wir hier noch die Steuerung für die Software. Also hier so einen kleinen Potty, der ist wirklich super klein, aber ich finde ihn auch irgendwie gut. Also man kann super gut damit durch die Library navigieren und dann eben über den Button hier an der Seite links und rechts den jeweiligen Track in das Deck laden. Cool ist auch die Doppelfunktion, also man kann jetzt auch einen Track auswählen und dann quasi in die Relit-Tracklist reinpacken. Man kann über Shift und drauf kann man back gehen, also das haben die wirklich gut gelöst, die Navigation hier oben mit drei Knöpfen insgesamt. Warte mal, ich muss jetzt gerade mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Funktionen mit drei Knöpfen. Mega, also das ist schon sehr, sehr gut gemacht und wenn man sich daran gewohnt hat und eine Weile damit gespielt hat, wie schon gesagt, das habe ich getan, dann macht es richtig Spaß. Noch viel mehr Spaß macht aber die Effekteinheit an dieser Seite, weil, und das ist so eine Sache, die ist halt auf den Bildern und in den Videos, finde ich, gar nicht so rübergekommen, die Möglichkeit, den Effekt hier zu wechseln. Ihr kennt es bei einem DJM-Mixer oder bei dem 1000, also die DJ1000 zum Beispiel, hat man ja dieses Wahlrad, bei dem ich den einzelnen Effekt quasi auswählen kann. Dieses Wahlrad fehlt hier. Ich habe dafür hier einen Knopf, der nennt sich FX Select und da ist so ein kleiner Pfeil drauf. Und wenn man da drauf klickt, dann öffnet sich in Rekordbox, also in der Software, ein kleines Fensterchen, bei dem ich ganz genau sehe, welchen Effekt ich da jetzt auswählen kann. Und dann kann ich tatsächlich mit diesem Knopf durch diese Liste durchspringen und kann mir den Effekt Transpan, Filter, Flanger, Phaser und so weiter alles auswählen, was ich möchte. Und sobald ich loslasse, also nicht mehr weiter tippe, ist der Effekt dann gewählt und auf dem Kanalzug drauf. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, also das hat nicht immer so hundertprozentig perfekt funktioniert bei mir. Gerade wenn ich die FX-Einheit ausgeschaltet habe hier oben, dann kommt diese Liste nicht immer mit rein. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Manchmal ging es, manchmal nichts. Das liegt aber sicherlich an der Software und ich bin mir auch ganz sicher, dass Pioneer da in Zukunft noch ein bisschen was fixen wird, dass das eben besser funktioniert. Aber ich finde es geil, weil man kann ja jetzt hier tatsächlich alle Funktionen nutzen. Und wenn ich die Shift-Funktion benutze, dann kann ich auch in der Liste nach oben springen. Also das Navigieren über diesen Taster hier finde ich genial. Wie lange dieser Taster dann hält, wenn man oft die Effekte wechselt, ist eine andere Frage. Ihr habt es ja mitbekommen, mein Q-Button von einem DDJRR ist defekt gewesen. Inzwischen ist er Gott sei Dank repariert. Hier muss ich natürlich ganz klar sagen, es ist in fast 7 Jahren nutze ich jetzt Pioneer Equipment, der erste Q-Button, den ich geschrottet habe. Und der Controller war natürlich auch 3 Monate mit mir auf AIDA unterwegs, wo er wirklich salzhaltiger Luft ausgesetzt war, was ja auch nicht unbedingt förderlich für die Technik ist. Nun aber zurück zum Controller. Ich kann jetzt hier noch einstellen, ob der Effekt auf dem ersten Kanal, auf dem zweiten Kanal oder auf dem Master angewendet werden soll. Hier kann ich noch die Intensität des Effektes einstellen und hier den Effekt ein- und ausschalten, beziehungsweise über die Shift-Funktion sogar noch einen Release-Effekt laufen lassen. Release kennt ihr ja, dieses Auslaufen lassen kann man in der Software auch einstellen oder eben ein Echo-Release, dass sich das dann so wiederholt und eben dann weg ist. Also die Steuerungsfunktion des Controllers finde ich mega, wirklich super gut gelungen. Die Verarbeitung des Controllers, da wollen wir jetzt auch mal kurz drauf zu sprechen kommen, ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr hochwertig. Wir haben hier ein gebürstetes Plastik. Es ist tatsächlich Plastik, das so eine gebürstete Optik hat und ich finde auch das völlig in Ordnung. Ich sag mal, der Controller kostet Straßenpreis 250, 260 Euro oder 289, glaube ich. Also auf jeden Fall unter 300 Euro. Und man hat ja die vollwertige Rekordbox-Software mit diesem Controller mit an Bord. Das heißt, man hat wirklich eine vollwertige Lizenz für Rekordbox mit dabei. Das ist mega. Also da fällt mir eigentlich auch nicht mehr viel zu ein. Das ist einfach richtig krass. Das ist ein richtig krasses Package, was man da mit diesem Controller erhält.
Zum einen hat man die Vollversion von Rekordbox, die einem bestenfalls sein ganzes Leben lang dann begleitet durch jeden Controller, durch jeden CDJ, DJM, was auch immer ihr nutzen wollt. Ihr könnt die Software immer weiter verwenden. Das ist schon mega. Also ich bin super begeistert. Ach ja, eine Sache, die mich noch begeistert hat an dem Controller, war die Q-Geschichte. Ich war ja bei ganz vielen Pioneer-Geräten immer so ein bisschen, da war die Q-Sache einfach nicht, also mit dem Vorherhören, nicht gleich geregelt wie bei einem DJM, dass ich also den Master Q hatte, Kanal 1 Q, Kanal 2 Q. Das haben die jetzt hier rein. Ah, ich habe gedacht, ich muss durchdrehen. Also es ist nicht mehr so, dass man nur noch ein Potty hat, sondern man hat hier wirklich einen Q-Button für den Master, kann dann auch mal rausnehmen, kann mal sich nur die Tracks anhören. Man hat hier wirklich meiner Meinung nach kaum einen Fehler gemacht bei diesem Relaunch dieses Controllers. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, was mich stört, und das ist wirklich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, sind die Performance Pads, dass die nicht touch-sensitiv sind. Sie müssen ja nicht Velocity sein, ja, also dass es die Druckstärke erkennt. Es würde vollkommen reichen, wenn die touch-sensitiv wären, also dass ich es einfach nur antippen muss. Aber meckern auf verdammt hohem Niveau, wenn ihr auf der Suche nach einem Einstiegsgerät seid und euch unsicher seid. Jetzt könnt ihr euch sicher sein, der DDJ400 ist definitiv das richtige Gerät für Einsteiger, wenn man von null an anfängt, vielleicht sich noch nicht so hundertprozentig sicher ist, dann sind die 200-300 Euro wirklich sehr, sehr, sehr gut angelegt. Ich weiß, das Ganze klang jetzt wie eine Dauerwerbesendung. Ich bekomme den Controller ja auch von Pioneer zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich muss nichts zahlen dafür, dass der jetzt hier steht. Ich muss ihn aber natürlich zurückschicken. Also ich darf den jetzt nicht behalten. Ich darf den für ein paar Videos verwenden und dann geht er wieder zurück zu Pioneer. Und man könnte jetzt denken, ja, der Stefan, der sagt das jetzt alles wahrscheinlich nur, weil er das Gerät zur Verfügung gestellt bekommt. Ist aber nicht so. Also ich habe von Pioneer tatsächlich freie Meinungsäußerung. Ich kann wirklich sagen, was scheiße ist, so wie ich jetzt zum Beispiel die Performance Pads mal nicht so optimal gelöst finde, dann kann ich das offen und ehrlich in dem Video sagen. Und wenn ich hier im Video euch sage, das ist ein tolles Einstiegsgerät, dann ist es definitiv ein tolles Einstiegsgerät. Wenn nicht, dann kauft euch das Teil einfach mal bei Thomann oder so mit 30 Tage Geld zurück. Ich weiß, das soll man jetzt nicht so unbedingt sagen. Könnt ihr das Teil ja kaufen und wenn es euch wirklich gar nicht gefällt, nach 30 Tagen wieder zurückgeben. Aber ihr werdet es nicht zurückgeben, weil wenn ihr das Teil als Anfänger kauft, dann seid ihr definitiv zufrieden mit dem Gerät und wollt erstmal kein anderes Gerät. Ich finde es auch cool, dass er nicht ganz so viel vollgeballert ist mit Funktionen, denn ein Anfänger wäre da wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell überfordert. Also das ist wirklich genau das richtige Maß zwischen einem Controller, ja, an dem man wirklich viele Funktionen hat schon und der wirklich für Anfänger ist. Es ist wirklich super gut ausgeglichen, das muss man schon sagen. Eine Sache, die mich noch ein bisschen stört, ist wieder die Mikrofonregelung, die mit einem Potty tatsächlich hier ganz klein dran ist. Und es ärgert mich ein bisschen, weil man hat ja hier mega viel Platz. Also hier oben einen Potty hinzusetzen fürs Mikrofon, das wäre jetzt nicht so der Aufwand gewesen. Das kann mir keiner erzählen. Ja, zwei so Käbelchen darüber und schon wäre die Sache gegessen. Aber alles Meckern auf hohem Niveau, was hier abgeht gerade, das muss man schon sagen. Einen zweiten Einsatzzweck für den Controller hätte ich auch. Ich hätte nämlich auch eine Idee, wie man den Controller auch als professioneller DJ einsetzen kann. Tja, jetzt seid ihr gespannt, was? Nämlich als Backup-Lösung. Die ganzen Hochzeits-DJs da draußen oder mobile DJs, so wie ich es ja auch bin, suchen immer eine Backup-Lösung, also sprich ein kleiner, kompakter Controller, den ich mir am besten ins Handschuhfach vom Auto legen kann. Und wenn mein Controller mal wirklich den Geist aufgibt, dann hole ich den raus und habe einigermaßen den gewohnten Workflow und eine gute Qualität.
Leute, das ist eure Lösung. Für knapp 300 Euro habt ihr hier eine Backup-Lösung, die eigentlich für eine Backup-Lösung keine Wünsche offen lässt. Und ich bin tatsächlich schwer am Überlegen, ob ich mir den DDJ400 wirklich kaufe, nur um ihn oben in meinem Auto in das Fach reinzulegen, dass wenn ich mal Probleme mit meinem Controller habe, dass ich einfach kurz raus ans Auto gehe, hol mir den Controller, stöpsel den ans MacBook an und los geht's. Und von der Größe her, ne, wenn man das mal vergleicht, ich bilde euch, also, weiß nicht, hier sieht man es jetzt nicht, ich blende euch mal ein Bild ein. Also das Teil ist kaum größer als mein MacBook. 15 Zoll MacBook ist ungefähr so groß. Ja, wie gesagt, ich blende es euch nochmal ein. Das ist kaum größer. Das ist schon richtig geil von der Größe her. So, ich hoffe, euch hat dieses doch jetzt ein bisschen längere Review und ausführlicheres Review zu diesem Controller gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich auf jeden Fall drüber, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, warum auch immer, dann tut das bitte hier, denn dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn neue Videos online gehen und es gibt immer mal wieder neue Videos von mir. Und last but not least habe ich hier für euch noch ein weiteres Video eingeblendet. Dürft ihr euch gerne anschauen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao und bye, bye. Bis zum nächsten Video.